Ja, was macht eigentlich das Blätterstockvolk im Rahmen dieser Umweiselungsaktion hier? Wir erinnern uns, vor 10, 12 Tagen haben wir hier eine Kanika-Königin zugegeben. Und wie sieht's mit der Fütterung aus? Das schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß, meine Lieben, bei diesem neuen Video hier. Ja, Samstag, der 31. März 2024, ein Tag vor den Landtagswahlen. Wir haben hier zurzeit schönen Sonnenschein, aber doch kühle Temperaturen, weil Kiel und Schleswig-Holstein liegen nördlich der Luftmassengrenze hier. Kalte Polarluft hat uns erreicht und die Temperatur im Vergleich zu den Vortagen ist um 10, 12 Grad gefallen hier. Zusammen mit euch möchte ich jetzt gerne mal in dieses Blätterstockvolk schauen und ganz kurz beurteilen, wie das Blätterstock aussieht, das Blätterstockvolk hier. Reinschauen im Sinne von Waben ziehen möchte ich da nicht, aber wir gucken gleich mal rein, wie die Fütterung aussieht bei den Bienen hier. Und wenn wir uns das Flugloch anschauen, dann sehen wir hier doch einige Bienen, die mit dicken Pollenhöschen reinkommen, hier nach Hause kommen. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Ich habe auch schon abends gesehen, immer nach Feierabend, hier am späten Abend teilweise sogar noch, Bienen erscheinen mit dicken, hellgelben Pollenhöschen am Flugloch. Wir sehen es auch hier. Und das ist ein absolut gutes Zeichen, dass das Volk in Brut ist hier und dass möglicherweise die Königin, die Fremdkönigin, die Kanika-Reinzuchtkönigin angenommen wurde. Das freut mich. Das muss hier zunächst bei der Fluglochbeobachtung bleiben. Denn alles andere, jede Nachschau, würde die Königin natürlich gefährden hier. So, und in dieses Volk, da schauen wir jetzt ganz kurz mal rein, wie es mit der Fütterung aussieht. Das Volk, das bekommt ja Futterteig. Ja, ein bisschen Rauch ist immer dabei, denn wir wissen nie, wofür wir den Rauch gebrauchen können hier. Und wir wissen ja auch, die Bienen, die kommen uns entgegen, weil hier ist natürlich keinerlei Barriere. Was ich hier sehe, da habe ich schon vermutet, dass das so aussehen wird. Gestern Abend, da waren die Töpfe noch viel besser belaufen. Ich habe den Futterteig, einen Teil des Futterteiges, aber direkt unten aufgelegt. Und da ziehen die Bienen natürlich den unten aufgelegten Futterteig vor. Das ist ganz klar. Sie klettern natürlich nicht gerne hoch hier. Je größer die Entfernung, desto schwieriger wird das Klettern gerade auf diesem Plastik. Aber wir sehen bei den anderen Behältern, da wurde schon relativ viel Futterteig abgenommen. Das heißt, viel war es nicht, aber ich habe hier ständig Waben, Mini-Plus-Waben zum Ausschlecken eingestellt, sodass sie natürlich sich erstmal um die Waben gekümmert haben hier. Das heißt, ich werde mir was einfallen lassen, dass die Bienen den Futterteich ein bisschen besser erreichen, sobald das hier unten aufgeschleckt wurde. Auch da hinten, man sieht so ein bisschen, ich komme hier ein bisschen schwer mit der Kamera rein. Genau, so sieht das aus. Die Bienen sind am Abnehmen des Futters hier. Aber gestern Abend waren noch Bienen überall oben zu sehen. Das ist natürlich klar, dass sie jetzt den Futterteig hier unten vorziehen, der direkt auf der Platte liegt. Da lasse ich mir was einfallen. Steighilfen werde ich hier einbauen, dass die Bienen da noch besser hochkommen. Auch innerhalb der Tröge hier, dass die Bienen da auf jeden Fall besser an das Futter kommen. Das ist notwendig. Ja, sieht gut aus. Einen ganz kleinen Einblick können wir noch mal hier wagen in den Brutnestbereich, aber da werden wir nicht viel sehen. Genau. Da ist das gesamte Futter abgenommen. Sehr schön. Also Bienen haben Futter genug. Alles gut. So, dann machen wir hier wieder zu. Sehr schön. Ja, es bleibt also spannend. Es gibt noch einiges zu tun hier beim Blätterstockvolk. Ich muss zusehen, dass die Bienen besser an das Futter rankommen, mit Steighilfen hoch und auch innerhalb der Tröge. Die sind ja doch sehr glattwandig, dass die Bienen da ein bisschen besser rauf und runter krabbeln können. Diese Hinweise, die habe ich heute von zwei Zuschauern bekommen, unabhängig voneinander unter einem anderen Video. Ganz herzlichen Dank für diesen Hinweis, dass diese Eisplastik Behälter doch sehr glattwandig sind, vor allem innen, und dass die Bienen da ein bisschen Schwierigkeiten haben könnten, in Zukunft das Futter abzunehmen hier. Aber wie gesagt, das Volk, das hatte jetzt jeden Abend Futterwaben zum Ausschlecken bekommen. Da haben die sich natürlich zunächst für die Futterwaben interessiert.
Darüber hinaus ist das Volk jetzt, geht das Volk seinem Tiefpunkt entgegen, denn durch die Ameisensäurebehandlung hier mit dem Nassenheider H, mit dem vertikalen Nassenheider, wurde die gesamte Brut ausgeräumt aus diesem Volk hier. Und seit 2 Wochen jetzt bereits schlüpfen keine Bienen mehr nach, es sterben aber täglich 1000 Bienen. So ist der natürliche Werdegang. Mit neu schlüpfenden Bienen müssen wir aufgrund des Zusatzverfahrens oder können wir erst in 10 bis 12 Tagen rechnen. Und dann schauen wir uns das Volk wiederum an. Am Flugloch, dann müssten wir nämlich die ersten Jungbienen sehen, die sich hier einfliegen. Die ersten Carnica-Jungbienen, die sich von diesen dunklen Bienen F2 dann doch deutlich unterscheiden. Wir wissen ja, schlüpfende Bienen, die fliegen sich am 2. Tag ihres Lebens am Flugloch ein, wenn das Wetter einigermaßen stimmt hier. Ja, so geht das jetzt weiter und dann wird das Volk restaufgefüttert. Obwohl, wenn das Volk diese 15 Kilogramm Futterteig aufnimmt, dann denke ich mal, hat es genug. Ich werde noch ein bisschen flüssig restfüttern, aber die Einwinterung ist dann damit erledigt, in der Hoffnung, dass das Volk noch auf Winterstärke kommt hier. Schönen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal hier bei nordbiene.de. Tschüss!